Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Sepp. Und ja, wir haben letztes Mal Jubiläum gefeiert, die 50. Folge, die auch leider schon wieder vorbei ist. War nicht wirklich besonderes, die Folge, aber es war halt eben in einer sehr großen Überlänge, was in dem Fall das Special war. Ja, und wir machen eigentlich auch genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, wie man die, wo man suchen muss, hier bei Erkunde die Passage unter der Tempelinsel. Oder Spaß, ich habe das mir auf YouTube angeschaut und dachte mir so, Alter, da musste man lang gehen. Also wer sich nicht erinnert, vor ein paar Folgen habe ich das gesucht, diesen Ort, und ich habe mich so abgeärgert, weil ich das einfach nicht gefunden habe. Und es war so einfach. Es war so einfach, Mann. Na gut, ey. Ich wünschte natürlich, ich hätte es schon beim letzten Mal geschafft, aber leider nicht. So, ups, das wollte ich ja gar nicht. Ein Neckar. Den Neckar ignoriere ich einfach mal. Muss auch sagen, ein Witcher 3 ist ein Spiel, wo der Hype tatsächlich berechtigt war. Ich weiß, ihr spricht das ziemlich spät an, eigentlich ist es schon seit längerem bekannt, dass Witcher 3 ein sehr, sehr gutes Spiel ist, aber für mich wurde es gerade dadurch erkenntlich, weil also vielleicht kennen einige Rocket Beans, ne, die ehemaligen. Also die Köpfe hinter Game One, was ja mittlerweile schon abgesetzt wurde, die haben einen Game Plus Royale gemacht. Was ein Format ist, wo die ein bisschen über Games reden, aber die haben eine Royale Version davon gemacht, wo die extra wirklich nur über Switcher reden. Einfach weil es ein sehr, 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 sehr gutes Spiel ist. Und ja, ich kann verstehen warum. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Ich muss auch sagen, es ist mein Lieblings-Rollenspiel. Allerdings kann man da nicht auf meine Meinung zählen, weil ich bin eigentlich kein aktiver Rollenspiel-Spieler. Rollenspiel-Spieler, wow. Alter. Also, bitte, liebes Team, aktuell ist die Version ein bisschen am Buggen. Oder ist es irgendwie liegt an mir? Was ich mir nicht vorstellen kann. Ich glaube, es hängt eher ein bisschen mit der Version ab. Da muss einiges gepatcht werden. Au. Ja, wo fahre ich denn jetzt lang? Komm, sag. Ach, ich dachte, ey. Ich höre die ganze Zeit die Glocken der Stadt, ey. Und die denken mir so, hä, ist da irgendwie. Was ist denn hier los? Ich dachte, das wären irgendwie. Schon, ey. Move it. Ja, Spiel, ey, warum zeigst du mir nicht irgendwie eine GPS-Route an? Oh. So. Ich hoffe mal, das hier wird mich nach oben führen. Lasst uns dann zu Fuß gehen. Wir haben ja mittlerweile Zeit, wir machen ja jetzt die Folgen ein bisschen länger, damit wir auch ein bisschen mehr vom Spiel erleben. So, das sieht mir nach dem richtigen Weg aus. So, vielleicht können wir das Pferd widerrufen. Ha, wenn ich nur die richtige Taste drücke, ne? Dann red mal los. Ich möchte endlich die Rüstung an mir tragen, ey. So.
vorbei. Also, wie gesagt, es ist wirklich, ich fühlte mich wirklich bescheuert, als ich gesehen habe, wo das ist und wie einfach verzweifelt danach gesucht habe und es nicht gefunden habe. Es ist wirklich obvious. Also, es ist wirklich, wirklich offensichtlich. Naja, gegen halbe Blindheit kann man nichts machen, ne? So, jetzt kann ich rennen. Ja, jetzt geht's auf einmal plötzlich schnell, hä? Naja, gut. So, also, es ist hier unten. Muss irgendwie. Boah, das war ein bisschen viel Scheiße. Weißt du was, wir meditieren mal ganz kurz. Das war ein bisschen unerwartet. Ah, vielleicht nochmal ein bisschen. Dann wird es auch ein paar Minuten Tag. Und dann ist alles gut. So, man muss nämlich hier lang. Und ich falle die ganzen Klippen runter. Oh Mann, ey. Das hätte man auch ehrlich gesagt ein bisschen besser zeigen können. There's something here. Need to use the eye. So. So viel weiß ich auch durch die Videos. Ab jetzt weiß ich nichts mehr. Ab jetzt habe ich keine Ahnung, was passiert. Also hier ist ein Monster. Den werden wir uns mal vorknöpfen. So. Hallo, Golem. Ach, Scheiße. Alter Vater. So. Okay. Muss bei solchen Kämpfen immer ein bisschen Geduld mit sich bringen, dann klappt es auch eigentlich ganz gut. Ja, das läuft doch ganz schnell. Oh, das war ein Schlag, das hab ich gar nicht erkannt. So, vielleicht probier ich es mal damit. Okay, bringt nicht viel. Kann man probieren. Alter Vater. Ich bin mir irgendwie gerade zu stolz, mein Ding jetzt zu. Nein, er hat mich erledigt. Ah, fuck. Na gut, habe ich verdient. Am Ende war ich ein bisschen schlecht. Aber wenn ich mit dem Solarkar fertig werde, kann er eigentlich gar nicht mal so schwer sein. Ich meine, so scheiße wie ich bin. So. Legen wir mal los.
Du kannst Quinn verwenden, um kritischen Effekt, um kritische Effekte wie Verbrennen oder Bluten loszuwerden. Echt? Moment, Quinn heißt. Ah, lol. Ja, doch, das ist die richtige Fähigkeit. Oh shit, okay, da bin ich dem entgegengesprungen. Wow, Alter! Scheiße, er spricht irgendwie ein bisschen dagegen. Alter! Das ist aber ganz gut, mein Schild. Gerade komm ich ganz gut ohne klar. Scheiße. Bei dem Typ ist klar, einfach ganz viel rollen und dann ist die Welt im Reinen. Scheiße, ey. Da bin ich einfach mal hart in seine Hitbox geblieben. Ja, da habe ich mir zum Ende mal einfach mal gedacht, ja gut, ich bin eh fast tot, also gib ihm einfach ein bisschen. Jetzt ist es ja eh ein bisschen zu spät, also scheiß drauf. Komm, meditieren wir oder machen wir. Meditieren ist aber ein bisschen Pussy. Na gut, ich bin auch nicht gut, muss man dazu sagen. Ich bin nicht gut. Was ist das denn eigentlich? Okay. Hier geht's wohl später entlang. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Vielleicht soll ich mir eine Fackel machen, hä? So. Kann ich ein bisschen Atmosphäre reinbringen, hä? Ein kleines Bäuchchen. Das habe ich schon gespeichert. Schnell speichern. Vor dem Gegner, ne? Was haben wir hier?
Forschungsnotizen. Mal schauen, ob wir das lesen können. Quests. Forschungsnotizen. Gemäß der Anweisung unseres Leiters Irenös war Steingart haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut des Wesens durchgeführt, die allgemein die als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in ein Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endete die virtuellen Funktion der oben genannten Exemplare, sodass wir die Studie nicht fortsetzen konnten. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen stottere, wenn ich lese, aber es ist einfach... Ich weiß, dass Leute zugucken. Das setzt mich automatisch ein bisschen unter Druck. Ich konnte noch nie gut vor Publikum lesen. Okay. Ich mach einfach mal... Ah, Morgenerscheinung. Oh, Alter. Was machst du denn hier? Was machst du da, Geralt? Geht der Typ erstmal... Geralt, weg vom Schalter. Geralt, ganz ehrlich, what the fuck? So, der Schalter ist unten. Ich drehe das mal alles falsch herum. Was passiert denn eigentlich gerade? Wahrscheinlich müssen wir erstmal hier was gucken. Nee, hier komme ich doch her. Oder nicht? Hier komme ich her und hier bin ich reingekommen. So. Also die Person guckt in die Richtung. Die Person guckt in die Richtung. Die guckt nach dahin. Was passiert, wenn ich den Hebel hier tätige? Ah, natürlich. Ich muss alle in die richtige Dingens bringen, hä? Ja. Sehr schön. Hey. Moment, hat sich jetzt irgendwas verändert? Nee. Nur noch die letzten beiden stehen falsch. So, nochmal. Okay, verstehe ich gerade nicht. Mal schauen. Kann ja damit zu tun haben. Der Typ. Der will gerade nicht richtig, hä? Irgendwie will ich das nicht verstehen. Oh. Na, da haben wir es ja. Freunde, wie komme ich da rein? Wahrscheinlich einfach springen, hä? Jetzt tauchen wir mal. Den haben wir einfach ungefeuer. Oh, kann ich wegschwimmen? Okay, kann ich.
Okay, ich kann die irgendwie tatsächlich sehr schnell ausschalten, das finde ich gut. Okay, jetzt hoffen wir ganz kurz wieder auf, damit ich Zeit habe. Und hauen wir ab. Hier vielleicht. Ah, hier. So, der Bohrschlüssel. Ah, sehr gut. Oh. Okay, jetzt hier. Puh. Das wäre aber ganz gut. So, dann zurück und diesen Schlüssel benutzen. Ich freue mich schon auf meine neue Rüstung. Da kann ich endlich wieder Leute umklotzen. Moment. Manchmal braucht man auch Pilze. So. Das sieht aus, als ob da einer steht. Weißt du was? So, da scheint da ein paar Meinungsverschiedenheiten zu haben. Okay. Scheint sehr dumm zu sein, aber halt doch was auf dem Kasten, muss man sagen. Scheiße. Nein, Alter. Okay, da hilft nichts gegen. Okay, der hat mich einfach so geplättet. Jetzt einen Checkpoint laden. Dann müssen wir wohl die gute alte Taktik machen, die ich nicht so gerne mag. Und das ist einmal schlagen, danach 10-mal ausweichen, danach wieder einmal schlagen und 10-mal ausweichen. Na gut, dann kann ich schon mal eine halbe Stunde länger machen, die Folge. Denn so lange wird das in dem Fall dauern. Die Einwohner von Skellige erwarten. Am besten ich meditiere einfach nochmal kurz. So, wo die Wesen fehlen wurden. Vielleicht finden wir hier. Nee. Okay, einen Feuermaufwurf sehe ich aber ehrlich gesagt gerade nicht. Okay, das ist in-game. Oh mein Gott, ich dachte schon. Ich probiere mal was. Ich wollte eigentlich das hier ausrüsten. Nur mal so, welches Level bin ich eigentlich? Stufe 9? Seems you are.
Ich glaube, ich bin ein bisschen underlevelt, hä? Also ich merke gerade, scheiße, nach meinem Wissensstand waren wir ein höheres Level, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich dachte, wir wären Level, ja, ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, wir wären Level 13 oder so. Weil ich habe gelesen, die Katzenrüstung ist Level 14. Und ich weiß, wir brauchen noch so lange, bis wir die tragen können. Alter, what the fuck, ey. Ah, scheiße, es war... Na gut, wir haben schon mal Vorarbeit geleistet in... dem Fall, kann man sagen. Aber ich verpiss mich erstmal aus der Höhle. Schauen wir mal, dass wir eine andere Quest annehmen. So, Hexaufträge. Machen wir doch mal ein paar davon. Die listige Witwe. Oder hier Hanna aus dem... Machen wir erstmal die leichten Sachen und dann arbeiten wir uns zu den schweren Sachen vor. Besser als irgendwie gegen irgendwelche krassen Monster zu kämpfen, für die ich einfach ein zu niedriges Level bin. So, raus aus dem Loch. Dun dun dun.